Ein herzliches Willkommen zurück bei Overwatch und wir schauen uns heute mal den brandneuen Charakter Ana an. Das ist quasi ein Charakter, den hier fast jeder spielt. Ich mache das auch mal, warum auch nicht. Einfach nur mal, um zu gucken, wie sie sich so spielt. Nehme ich auch diesen mal. So, Ana ist der neueste Charakter, der ist noch nicht im richtigen Spiel, sondern tatsächlich erstmal nur auf den Testservern spielbar. Und ich will mal gucken, wie die gute Frau funktioniert. Ich habe nämlich keine Ahnung. Aber wir schauen einfach mal. So, die kann mit ihrem Scharf, mit ihren Scharfschützen-Skills, ja, ne, die Kollegen heilen und die anderen vergiften. So, und jetzt gucken wir mal, wie es so wird. Hier haben wir sie schon mal in Aktion. Schön ist sie. Und das machen wir mal aus der Entfernung. So, ich bin nicht besonders gut im Scharfschützen schießen, aber man versucht es mal so gut es geht. Oh, das war mein Handy. Entschuldigung. So, jetzt spielen natürlich die meisten die gute Frau. War ja völlig klar. So, und ich kümmere mich jetzt auch mal um die, die gute Frau... ich kümmere mich jetzt mal um die Gegner. Mal gucken, wie ich klarkomme auch mit den Gegnern. Also diese anzugreifen, das ist in dem Sinne nicht so einfach. Ich kann mich ja nicht selber anschießen. Das ist schwierig. Ich weiß gerade gar nicht so richtig, was ich sagen soll. Es ist nicht so einfach, das hier zu kommentieren und zu snipern. Ich bin nämlich eine absolute Flasche im Snipern und da hat man mich. Ja, es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid. So, aber wir gehen gleich mal mit einem anderen Charakter rein. Wir gehen gleich mal mit Diva rein. Einmal versuche ich noch hier mit Ana was zu reißen. Aber das wird, glaube ich, nichts. So, die Ulti ist klar. Was macht die Ulti? Nano-Boost. Erhöht Bewegungsgeschwindigkeit und Schaden eines Verbündeten. Verringert außerdem seinen erlittenen Schaden. Na gut, versuchen wir es mal. So, show me what you got. Show me what you working with. Oh. So, den Hammer. Oh je, das ist ein Böser. Okay, nicht mit Commander. So, hier, da ist eine. Die machen wir mal. Oh, scheiße. So, ich glaube, ich habe irgendwie... Verdammt. Oh Gott, ich dachte, man attackiert mich. Das wäre nicht nett gewesen. So, habe ich. So, warte mal. So, mach ihn alle. Die bewegen sich alle so schnell. Ich komme da gar nicht hinterher. Oh Gott, ich bin so laut. So, das war ja einfach nur mal zum Charaktertest. So, wenigstens habe ich mal einen eliminiert. Oh, Kacke. Das ist ein Böser. Ein Böser. Und der hat mich. Ja, es ist natürlich als Ana ist es nicht so einfach. Man sollte auch eher aus Entfernung agieren. Aber das klappt hier nicht so gut. Aber wir versuchen es munter weiter. So, also... Komm, versuchen wir es nochmal. Versuchen wir noch einmal in einem anderen Match... So, ja, die meisten nehmen jetzt halt Ana. Deswegen macht es halt, ja, nicht viel Sinn, hier groß auf den Sieg zu hoffen. Oh, das war aber vor. Also da bin ich aber reingesprungen ins Match. War ja, war super. Und halt eine Goldmedaille ist immer gut. So. Versuchen wir es jetzt nochmal mit der guten Ana, Popana, Banana. So, ja, ich habe neue Bestleistung mit Ana. Mag daran liegen, dass ich jetzt zum ersten Mal gespielt habe. Ich weiß nicht, auf den Testservern zählt das nicht mit in die eigentliche Statistik, oder? Ich hoffe nicht. Das wäre ärgerlich. Aber ich bleibe bei Ana. Suche neues Match. So, hier gucken wir auch nochmal rein. Hier, das ist die gute Frau.
Was hatten die so für Sprüche? Ein kleiner Sieg für die gerechte Sache. Eladele Neslaminfo. Das ist Unsinn. Diese Kids heutzutage. Was? Du weißt gar nichts. Eigentlich sollte die doch so einen russischen oder 18. Nee, Dinge, nicht russischen. Die nur eine Frau weiß. Jeder stirbt irgendwann. Kinder, benehmt euch. Seid meine Zeugen. Mutter weiß es eben am besten. Ach ja, Farah, übrigens, die Raketenbraut, die ist die Tochter von der guten Frau hier. So, was hat die denn so für. Okay. Die Highlight-Intros. Ich mag die Highlight-Intros total gerne. Die haben immer irgendwie Stil. Ich zeig dir euch jetzt einfach mal durch. Siegerposen schauen wir auch mal. Die wird man bei mir nicht so oft zu sehen kriegen. So, Mission erfolgreich. Ist einfach cool, die gute Frau. Ich mag die schon. So, und natürlich die Emotes nicht zu vergessen. Beschützerin. Guck, das ist die kleine Farah gewesen. Die kleine, süße Farah. Tea Time. Gefällt mir gut. Bisher. Skins. Schalten wir mal die Skins durch. Ja, das sind einfach nur wieder andere Farben. Kennt man ja auch von den anderen Charakteren. Jetzt kommen wir hier zu den anderen Skins, die dann tatsächlich auch ein bisschen anders aussehen. Ist auch schon sehr schick. Und das hier hat man immer gedacht, das ist dieser Sombra. Dieser Sombra, der immer durchs Netz geisterte. Der Name Sombra geisterte immer durchs Netz. Letztendlich ist es Anna geworden und nicht Sombra, obwohl es wahrscheinlich die gleichen Eigenschaften gehabt hätte. So, hier auch das Ödland. Captain Amari, das ist die alte, ne? Also die alte Anna. So sah sie früher aus, bevor ihr von Widowmaker ins Auge geschossen worden ist. Ja, es gibt ein Story-Video zu diesem Charakter. Müsst ihr mal nachsuchen. Origin Story von der Anna. Ist ganz neckisch. So, Sprüche Hammer soweit. Sprays, was hat die so für Sprays? Ich denke mal, da wird die jetzt noch so gar nichts haben. Oh, doch, hat sie. Da sind noch ein paar coole Sachen dabei. Guck, hier haben wir die kleine Farah. Ist sie nicht goldig? Schön ist sie. Ganz, ganz goldig. Och, und guck mal. Ist es nicht süß? Es ist alles so, so niedlich. So, jetzt könnte aber auch mal langsam ein Match zustande kommen. Das würde mich freuen. Weil wir haben jetzt soweit alles durch. Hier gibt es natürlich noch die goldenen Waffen. Aber das kommt jetzt erstmal. Ist jetzt erstmal irrelevant. Dafür habe ich leider nicht genug Ranglistenpunkte. So, jetzt aber mal los. Die Zeit ist hier ewig. Tja, Freunde, langsam kommt es mir so vor, als könnte ich hier nicht mehr so viel zeigen. Komm, dann versuchen wir es nochmal anders. Gehen wir nochmal Suche abbrechen und machen wir nochmal ein neues. Ja, ich rede jetzt hier wie wild, weil ich das hier nicht mehr schneide. Das wird gleich online gestellt, sobald es hier fertig ist mit Aufnehmen. Und ich hoffe, das wird jetzt mal was. Würde mich sehr freuen, wenn das mal was werden würde. Also, man weiß noch nicht, wie lange es dauert, bis die gute Frau letztendlich tatsächlich im richtigen Spiel erscheint, also nicht auf Testservern. Aber ich denke mal, so lange wird das nicht dauern. Ich meine, ne, der Ranglistenmodus, den gab es ja auch relativ zeitig. Ich denke mal, eine Woche, dann ist die gute Frau auch auf den normalen Servern erhältlich. Und dann die loot sie richtig ab. Ne, dann haben wir so viele Sniper, dann haben wir Hanzo, dann haben wir Anna, dann haben wir Widowmaker. Das sind so alles diese Sniper-Charaktere. Und ich kann mit keinem von denen wirklich umgehen. So, aber jetzt, Freunde. Ich will jetzt ein Match, bitte. Heute noch? Heute noch. Es würde mich mit Freuden erfüllen. Kann ich noch irgendwas zeigen? Irgendwie, hier Anna, den ganzen dreckigen Rest, den kennen wir ja. Ne? Davon ist ja keiner neu. Nur diese Anna. Haben wir jetzt wirklich alles durchgehört? Für die gerechte Sache. Soll ich dir beim Einschlafen helfen? Seid meine Zeugen. Oh. Okay, es geht los, Freunde. Ein Match wurde gefunden. Dann könnten wir jetzt auch anfangen. Dorado. Okay, wir versuchen es nochmal mit Anna. Wie, denke ich mal, 80% der Belegschaft hier auch.
Aber vielleicht kann ich mich schon mal einspielen, bevor es richtig losgeht mit der Frau. Ne? Hier wird es noch nicht gezählt. This is gonna be dumb, I can wait. Ja, das ist wirklich doof. Aber wieder die gleichen wie vorhin. So, jetzt nimmt noch einer Anna. Oder? Nee, doch. Nimm alle Anna. Ja, natürlich. So, das wird ein sehr... Ja, genau. Who needs tanks? Das wird ein sehr schönes Match. Hört niemals auf, eure Überzeugungen zu kämpfen. So, da sagen wir mal Hallo. Guten Tag. Und machen wir mal ein Emote. Hier, keep cool, Anna. Anna, Popana, Banana. Hallo. Anna. Ja, was bleibt mir jetzt noch zu sagen, ne? Ein kleiner Sieg für die gerechte Sache. So, die anderen werden sicherlich auch alle Anna sein. Oder die sind schlau und haben auch Tanks genommen. Weil den kriegen wir hochgradig auf den Arsch. In 30 Sekunden erwartet. So, hier, da können wir heilen. Siehst du, so heilen wir schön. Mal gleich nachladen. Die lädt aber auch relativ zügig nach. Ich weiß gar nicht, ob Widowmaker zum Beispiel auch so schnell nachlädt. So, ich gehe mal nach oben. Machen wir uns das gemütlich. Okay, gleich kommen die Gegner. Das wird ein ganz großer Spaß. 5, 4, 3, 2, 1. So. Angreifer näher. Wir sind bereit. Halten Sie die Fracht auf. Zum Schießen. Scharfschütze, bleibt in Bewegung. So, ja, Scharfschütze, die gibt es jetzt hier bestimmt wie Sand am Meer. So, da war klar, da ist natürlich... ein Reinhard drauf. So, ich glaube, ich... Ah, okay, da wollte er mich tatsächlich anschießen. Ich treffe doch nicht. So, jetzt habe ich aber getroffen. Aber formschön. Ja, ich will jetzt ja eigentlich nur ein bisschen schießen. Ah, ja, da hat er mich voll erwischt. So, ich gehe mal wieder runter. Hallo! Ah, lass mich gefälligst in Frieden, du Schwein. So, was machen die hier nochmal alles? Biotische Granate, die Verbündete heilt, erhalten Heilung erhöht und Betäubungspfeil. Gut, den hätte ich mal vorher machen müssen. Ist natürlich so ein Ding, wenn man noch keine Ahnung hat hier. So, gleich nehme ich nochmal einen anderen Charakter, dann hauen wir mal ein bisschen auf die Sahne. So. Dann schießen wir mal die heilenden Pfeile. So. Nur ein Kratzer, nichts Lebensbedrohliches. Er sollte doch jetzt eigentlich... Scheiße. So, Heilung ist in... Nur, bleib doch mal stehen. So, jetzt hau mal richtig rein. So, weiter kommen die nicht. Oh Gott, wir sind alle vergiftet. Wir sind alle vergiftet. Aber wirklich alle. So, die ist auch vergiftet. So, wo haben wir noch welche? Ja. So, die haben wir alle so ein bisschen angeknackst. So. Verdammt. Okay, das Ding geht hoch. Okay, weiter sind sie bisher noch nicht gekommen. Sieht doch jetzt gar nicht so schlecht aus. So, und wieder angelegt. Achso, die kann man nicht heilen. Siehst du, wenn die nämlich vergiftet sind, dann kann man die leider nicht mehr heilen. So, die hat ein bisschen Heilung gekriegt. Die kriegt auch noch was. Ah, kriegt doch nichts mehr. Verdammt. Ist schwierig, wenn die vergiftet sind. Dann wird das alles nichts. Aber jetzt, oh Gott. Die sind doch alle so schnell und da man mich ja kennt, ich bin ja ganz groß im... So, komm her, du Sau. So, gleich ein Doppelwopper. Hat er einmal erstmal gekriegt. Oh Gott. Vor allem, die kann, wie zum Beispiel... die allseits beliebte Widowmaker, die hier kann nicht schnell schießen, wenn es drauf ankommt. So, dann hau auf die Kacke. So.
So, das schaffen die, glaube ich, nicht mehr. Aber dem ist geholfen. So, wo sind die Schweine? Die kommen doch von hier, oder? Oder ich guck selber mal hier. So, hier haben wir ein bisschen Übersicht und auch ein bisschen Ruhe. Die sind doch alle so schnell. So, verdammt, habe ich nicht gekriegt, die blöde Sau. Das sollte helfen. Noch 60 Sekunden. Ich hab... So, sie ist geheilt. So, das wird nichts mehr mit denen. Die kriegen den Wagen nie wieder zurück. So, scheiße. Oh, Gott sei Dank. Haben wir gerade nochmal ein Glück gehabt. So, von hier aus kriege ich euch nicht. Kommt zurück. Ich habe ein Auge auf. So, habe ich dich erwischt. Du Sau. Mist, die kriegen den Wagen doch noch dahin. Es sind nur noch 31 Sekunden. Oh, Kacke. Oh, meine Herren, was war denn das gewesen? 10 Sekunden, das schaffen die tatsächlich noch. Und, scheiße. Okay, es ist umkämpft. Noch ist die Chance da. Nein, Verlängerung ist nicht gut. Verdammt nochmal, das war so knapp. So fucking knapp. Wie sieht's denn bei mir aus? Naja. 5 Sniper. Gar nicht so schlecht. Es könnte durchaus schlimmer sein. So, ich bleib mal ein bisschen zurück. Mist. Dachte ich, könnte die noch erwischen. Okay, hier stehe ich nicht sicher. Oh, ich hänge fest. Okay, das ist natürlich scheiße. Eieieiei. Okay, da kriegen die den Wagen aber lockerlässig durch. Arschloch. Verzieht euch. Scheiße. Ich hänge fest. Ich bin tot. Na, da hängst du fest, dann bist du tot. Ich bin etwas perplex hier gerade. Es fällt mir schwer, dabei tatsächlich die ganze Zeit sinnvoll zu reden. Sinnvolles Reden ist manchmal gar nicht so einfach, Freunde. So, ich werde gleich mal einen anderen Charakter nehmen. Nicht, dass es mir irgendwas bringen sollte, aber versuchen kann man es ja trotzdem. So, ich weiß nicht, ob ich irgendeinen erwischt habe. Oh, nein, ich hänge fest. Scheiße. Ich hänge immer fest, weil ich immer rückwärts laufe und dann haben wir den Salat. So. Ich hau jetzt auch mal so ein bisschen auf die Kacke mit der guten Frau. So, jetzt ist Schluss mit Anna. Jetzt geht's rund mit Diva. Aber finde ich ganz cool, den Charakter. Also Anna, den neuen Charakter. Gefällt mir. Könnte durchaus eine spaßige Angelegenheit werden, das Ganze. So, jetzt macht mal halblang hier. Autschi. So, jetzt haut bloß ab hier. Ihr Schweinegesichter. Könnt mich mal jemand heilen? Ach, okay, so natürlich nicht. So, aber ganz gehen sie tatsächlich nicht kaputt. Na, okay, jetzt bin ich kaputt. Oh Gott, ich dachte schon. Ja, verdammt, da haben sie mich. Okay, der ist tot. So, jetzt muss ich nur noch warten, bis mein... Na, tötet mich bitte nicht. So, noch haben wir eine Chance. Eine reelle Chance. So, die Anna ist natürlich hier voll in Aktion.
So, ich darf mich jetzt nicht treffen lassen von den Schweinen. So, jetzt kann ich endlich wieder. So, den halten wir auch mal ein bisschen rein. Ihr nehmt das, ihr Schweine. So. So und nicht anders. So, den haben wir fertig gemacht. So, mit Anna war schön, mit Diva ist es schöner. So, können wir schaffen. Na, da kommt ihr nicht mit, wa? Ja, kommt ruhig ran. Ich knall euch alle über den Haufen. Hält es? Oh, nee, hält nicht. Eieiei. Hinter mir? Komm ich nicht so. Hinter mir ist nichts. Verdammt, hier ist doch irgendwas. Oh, du blödes Schweinegesicht. Ah, fuck. Ich habe noch 1% Energie. Oh, komm schon. Das schaffen die nicht mehr. Mein... Okay, da ist wieder mein Mech. Sehr schön. Den Hammer. Ist mir egal. Ne, nix Verlängerung. Mach Schluss jetzt hier. Mach Feierabend. Ja komm, schieß weiter mit Pfeilen auf mich, als ob mich das in irgendeiner Art und Weise stört. Okay, das stört mich jetzt doch. So, Freunde, jetzt geht ihr die Post ab. Oh, scheiße. Na, au, verdammt. Ah, da haben sie mich noch erwischt. Killstreak, 9 Spieler. Na gut, lief doch ganz gut soweit, aber die dürfen nicht mehr ankommen. Wir haben es gleich geschafft. Haut sie da jetzt weg, haut sie weg. Alles muss man selber machen. Jetzt bringt mich schon wieder ins Spiel. Ich bin ganz hibbelig. Bringt mich ins verdammte Spiel. Oh, fuck, 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 fuck. Haben wir es geschafft? Jawoll! Wir haben gewonnen! Streik, würde ich sagen. Ja, schön war's. Das war Anna. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich fand's ganz witzig. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von Overwatch. Also, bis zum nächsten Mal und ciao! Okay, da muss ich sagen, da hat er wirklich ganz schön auf die Moppen gehauen. So. Ich gebe tatsächlich dem hier für Zielfortschritt. Das war nicht schlecht. Zielfortschritt ist immer gut. Weil das ist was fürs Match, das fetzt. So, leider nichts für die Kampagne, wollte ich schon sagen. So, wir gehen raus. Schön war's. Also, jetzt aber wirklich auf Wiedersehen und ciao.